Hallo, mein Name ist Steffen Foulon, ich bin Gründer von Sauenhammer und heute möchte ich euch unser neuestes Produkt vorstellen, und zwar den Sauenhammer Gewehrriemen. Der Sauenhammer Gewehrriemen vereint alle Vorteile, die auch unser normaler Sauenhammer SH1 bis SH3 innehat, und er kombiniert sie mit einem Gewehrriemen. In meinen Augen auf jeden Fall der beste Gewehrriemen der Welt, weil er einen einmaligen Tragekomfort bietet und den Nutzen vom Sauenhammer integriert hat. Was bedeutet das? Wir haben hier vorne die Öffnung, die ist 17 cm lang und aktuell 3 cm breit, lässt sich aber bis auf 16 cm dehnen. Und was ihr macht, ihr greift durch den Sauenhammer und jetzt könnt ihr die Büchse in die Schulter ziehen. Und das Beste daran ist, dass ihr eure natürliche Handposition am Schaft behalten könnt. Das heißt, ihr verändert nichts an eurer Handhaltung, müsst nicht seitlich reinschlüpfen, sondern schlüpft ganz normal in den Sauenhammer vorne rein und jetzt greift ihr in den Schaft wie gewohnt und zieht jetzt mit der Oberarmmuskulatur die Büchse in die Schulter. Welche Vorteile hat es, wenn ich mit der Oberarmmuskulatur die Büchse in die Schulter ziehen kann? Zum einen bekomme ich deutlich mehr Stabilität im Anschlag. Das heißt, mein Absehen ist ruhiger. Das ist super auf der Pirsch und bedeutet auch, dass ich auf einer Drückjagd, wenn es um die Jagd auf ziehendes Wild geht, ein deutlich besseres und ruhigeres Schwungverhalten habe. Das heißt, man fährt deutlich sauberer und ruhiger mit der Sau. Wenn es jetzt zur Schussabgabe kommt, reduziert ihr durch den gesteigerten Anschlagsdruck, den ihr habt, indem ihr die Büchse in die Schulter zieht, auch deutlich den Hochschlag der Büchse. Das heißt, wenn es hier zur Schussabgabe kommt, knallt mir die Büchse nicht mehr so hoch, sondern ich kann wirklich im Absehen bleiben, besser mitfahren, das Stück im Auge behalten, nachrepetieren und wenn es notwendig ist, noch einen zweiten schnellen Schuss anbringen. Ein weiterer Vorteil des Sauenhammer Gewehrriemens ist, wie beim Sauenhammer wieder, der Sauenhammer Schützenstand. Ihr könnt euch den Schaft unter die Armbeuge klemmen und jetzt habt ihr die Büchse vor dem Körper hängen. Die Physik arbeitet jetzt für euch. Die Büchse möchte eigentlich nach hier weg, kann sie aber nicht, weil sie vor meinem rechten Arm blockiert ist. So kann ich, wenn ich zum Beispiel auf den Wechsel gestellt werde, ohne muskuläre Probleme am Arm oder am Rücken stundenlang stehen und habe die Büchse immer zugriffsbereit. Wenn es jetzt nämlich irgendwo knackt, bin ich in einer halben Sekunde da, wo ich hin will, im Anschlag. Und das wiederholgenau. Wiederholgenauigkeit nicht nur ein Thema bei unseren Montagen, sondern auch bei unserem Anschlag. Der Sauenhammer Gewehrriemen dient als Referenzpunkt unserer Führhand am Schaft. Ein weiterer Vorteil des Sauenhammer Gewehrriemens ist dessen Nutzung auf der Pirsch. Ihr könnt die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen. Und zwar wie hier an dem Baum könnt ihr ganz einfach stehend angestrichen super stabil schießen. Lehnt dazu euch einfach mit der Hand an den Baum und jetzt hängt die Büchse stabil im Sauenhammer Gewehrriemen. Ihr habt hier die gleiche Stabilität und die gleiche Ruhe im Absehen, wie wenn ihr auf dem Ansitz einen sauberen Schuss antragen wollt. Dadurch seid ihr absolut flexibel und könnt im Wald frei pirschen. Der Tragekomfort der Büchse ist ebenfalls enorm hoch. Durch die Öffnung hier oben liegt der Sauenhammer Gewehrriemen oder die ganze Büchse wirklich satt in der Schulter. Das Ganze absolut rutschfest durch unsere perforierte Gummierung im Inneren des Sauenhammers. Solltet ihr an heißen Tagen auf der Pirsch sein, dann dient die Sauenhammerschlaufe ebenfalls als Belüftung und ihr schwitzt nicht so, als hättet ihr einen komplett breiten Riemen auf der Schulter. Der Sauenhammer Gewehrriemen ist ein Ganzjahresriemen. Das heißt, ihr könnt ihn nicht nur auf der Druckjagd nutzen, sondern auch super zur Blattzeit, super auf der Pirsch, super, wenn die Sauen bei euch im Weizen im Schaden sind. Sollte es auf der Drückjagd doch mal eng werden, haben wir hier die Möglichkeit, zwei Ersatzpatronen unterzubringen und haben diese immer zugriffsbereit. Das Ganze ist super hochwertig verarbeitet. Wir haben hier unten einen Lederbesatz mit dem Sauenhammer-Logo-Embossing. Außerdem ist hier das Ganze dehnbar. Vom Kaliber 2.22 bis 3.75 Holland in Holland passt hier wirklich alles rein. Kommen wir mal zur Anbringungsweise. Die Anbringungsweise ist genauso wie bei jedem anderen Gewehrriemen. Wir möchten euch aber unbedingt die Möglichkeit geben, den Sauenhammer Gewehrriemen an eure individuellen Bedürfnisse anpassen zu können, was die Länge betrifft. Nicht jeder Schaft ist gleich lang und nicht jeder Arm ist gleich lang. Deswegen haben wir hier oben die Möglichkeit, wie auch beim Sauenhammer, die Zuglänge zu verstellen. Indem ihr hier oben ganz einfach die Länge am Nylonband verstellt, das Ganze funktioniert hier über eine sauber und hochwertig verarbeitete Metallschnalle,
Der Saunhammer Gewehrriemen kommt insgesamt in 4 Modellen. Das hier ist aktuell das olivgrüne Modell mit dem Saunhammer Logo Patch in der Mitte. Den haben alle Saunhammer Gewehrriemen. Das Ganze gibt es farblich noch in Schwarz mit einem grauen Logo oder mit einem orangen Logo. Super für die Drückjagd. Und das Ganze gibt es noch in unserem Saunhammer Viking Camo.